Und damit wieder mal ein herzliches Hallo zurück hier aus Entschraudet, aus unserem kleinen Domizil, aus unserer kleinen tollen Ecke. Ich habe mal die Brunnenblöcke vom letzten Mal hier aufgebaut, um mal zu schauen, wie sie denn aussehen, wie sie denn wirken. Ich denke, es könnte was werden, dass wir die bei unserem Magier mit verbauen. Hat so ein bisschen was, ja. Vielleicht gibt es einen kleinen Turm, den wir uns hierher bauen. Dazu müsste ich aber was abreißen. Mal schauen. Hier das Gelände muss ich mal noch bereinigen. Denn wir sind ja nun komplett mit unserem Obstgemüseanbau und unseren Pflanzen hier runtergezogen. Mal schauen, wann ich dazu komme, weil es ist halt eine ganze Menge Arbeit immer nebenher. Und euch sehe eine Lücke im Bauwerk. Ja, ich habe uns hier mal das Ende markiert. Der Blick auf die Welt. Das ist sozusagen die letzte Kante. Mehr geht nicht. Ja. Tomaten sind auch mittlerweile angepflanzt, müssen mittlerweile rausgewachsen sein. Sehen die schön prall aus. Mal ein bisschen Wasser drin. Nö. Ja, also ich habe mich vorbereitet, habe Tränke genommen und mir gemacht. Bin soweit fertig. Und letztlich geht es nur noch darum, mal zu schauen, ob wir noch einen Eisenspot finden. Denn die vielen Zäune, die ich hier zu verbauen habe, das kostet eine ganze Menge Eisen und das muss ja besorgt werden. Ja, also lasst uns einfach mal losziehen. Ich habe nämlich hier im Tagebuch noch was gesehen. Die Obeliskforschung. Düster dickes Nomaden in Ödland hin. Machen wir mal, schauen wir uns mal an auf der Karte. Wäre hier. Die Ecke ist ja sowieso noch dunkel. Da wäre die Taverne, das sind wir das letzte Mal ja nicht hin. Ich würde nochmal schauen, dass wir nochmal rüberfliegen und dann. Von hier aus ist es eigentlich egal, aus welcher Richtung wir kommen. Ja. Lasst uns dorthin und von dort aus nochmal rüber. Das viele Bauen macht zwar Spaß, aber. Man will auch ab und zu mal in die Welt hinaus. Und außerdem, wir brauchen ja immer wieder Materialien. Vielleicht können wir ja noch einen Zentimeter höher, damit wir noch weiter fliegen können. Super. Hat ja prima geklappt. Ne, da hoch kommen wir irgendwie nicht. Oder ich bin zu doof dazu. Wird wohl eher eine Mischung aus beiden sein. Ja, na dann, lasst uns mal. Das Thema Oase kümmern wir uns als nächstes drum. Haben wir das letzte Mal noch einen Hinweis gefunden. Ich möchte gerne hier drüben das mal abgeschlossen sehen. Also nichts wie hin. Ja, ich muss mir noch einen Eisenspot suchen, den ordentlichen, wo es sich lohnt, der nicht ganz so weit weg ist. Wir haben zwar ganz oben im Nordosten den, in der Höhle, aber vielleicht finden wir ja noch einen besseren. Ihr glaubt gar nicht, wie unheimlich beruhigend die Musik sein kann. Mittlerweile sollte man ja meinen, ich kann sie nicht mehr hören. Aber irgendwie, ein bisschen geht immer noch hier rum. Gehen wir einfach diesmal hier rum. Muss man aufpassen, hier sind wieder die wild gewordenen Skorpione. Und übrigens, ich habe immer noch nicht rausgekriegt, für was die Wüstenblumen waren. Oh, noch eine Passage. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wenn ich die jetzt auch noch mitmache, dann. Komme ich wieder vom Hundertste ins Tausendste und ihr kennt mich. Ich finde dann wieder kein Ende. Guck mal hier oben lang. Ja. Zeigt in die Richtung oder gehen wir in die Richtung? Mal schauen, ob ich es heute schaffe.
einem Plan treu zu bleiben. Das hat man ja gestern gesehen. War zwar ein schöner Spot, aber inhaltlich arg leer. Hey. Du hast mich angegriffen, du gehörst bestraft. So ein bisschen Gift, was nachtackert. Ah ja. Mal gucken, wie schlimm es wird. Ah. Philipp Halle. Überleg ich mir gerade. Das ist ein Ding. Lufthammer, 70 Schaden. Keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Aber wir haben ihn. Ist das das, was ihr meint, wo die verschüttet ist? Hilfe, ich hänge. Packen wir hier mal eine Runde rein, mal gucken. Ich brauche eh noch ein bisschen Material. Schade, ich dachte, das wäre noch mal so ein Spot, wo man was entdecken kann. Aber das ist einfach nur hier reingebackt. Naja, man kann halt nicht überall einen Schatz finden. Und hör auf den Hacken. Ah, nimm mit. Ja, wir wollen aber davor. Wir sagen, geh mal rechts rum und dann bis zur Ecke. Na, mal schauen. Noch mal eine Flamme. Hier geht ein Weg, hier muss ja was Amtliches sein. Die Wüstenblume. Wenigstens haben wir da mal die Karte hier auch aufgedeckt. Okay. Zeigt uns erstmal dahin. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja uns einen. Oh, hier ist ganz viel Schwefel. Wieder noch ein bisschen Holz. Weil die Kohle fürs Eisen ist ja nun auch nicht wenig, die man braucht. Ich hatte zwar bei uns Bäume gepflanzt, die ich mittlerweile jetzt schon wieder weggehackt habe. Aber. Oh, da ein Obelisk. Schauen wir uns mal an. Mal gucken. Obelisk da, Bauer. Wir haben ihn gefunden. Okay. Gut, dann lesen wir mal. Von dem Makel in uns allen. Vielleicht wurde die Flamme schon immer verdorben. Geblendet vom eigenen Licht. Oder vielleicht sind wir schuld. Der letzte Makel, zu hoch über den Rest gestellt. Ein Fall, der so tief war, dass er selbst die Abgründe der Sternenfallkönigs... Der Sternenfallkönigreich... Okay. In den Schatten stellte. Ein Versagen, das uns auseinanderreißen wird. Getrennt, durcheinander. Unsere Jungen ertrinken im Krieg. Unsere Alten sind in den Sternen eingesperrt. Eine Fehleinschätzung. Asche zwischen Strähnen Feuer. Wir alle müssen von vorne anfangen. Manator. Okay. Der mysteriöse Worte.
Nee, du sollst es nicht mal lesen, du sollst es nur noch aufheben. Ja. Nehm mit. Gelben Stoff haben wir noch nicht so viele. Okay. Was, ein Drachen? Position erreicht. Soll es denn hier sein? Komm, wir haben Karawanenlager. Taverne von Emily Frey. Da unten. Gut, dann ab zum Speicherpunkt. Noch ein paar Pfeile einstecken, ja, ne? Dann erstmal die Schrottpfeile alle machen. Und die wollen gar nichts von uns. Schwefelmine, okay. Gucken wir mal hin. Nehme ich mir auch ein paar. Naja, so viele Pfeile habe ich gar nicht mehr einstecken jetzt, ne? Der Kamerad zuletzt, oder die Aktion zuletzt, hat ganz schön viel an meinen Pfeilen gefressen. Oh Gott. Gibt's eh ein Loch in der ganzen Karte und ich falle rein. Du wolltest nichts von uns. Hast du nur davon? Ich wollte dich in Ruhe lassen. Ich wollte mit dir nicht machen. Mich wieder davon abgebracht, wo ich eigentlich hin wollte. Die Brücke? Nee. Ich wollte schon irgendwo hier hin. Du bist hier auf der, so schnell auf der Karte an der falschen Ecke. Ich habe mal angefunkelt. War ein Lager. Hey Freunde. Du sollst dich nicht immer hinlegen. Das ist so eine Seuche. Alles gut, ich tu dir doch nichts. Erinnere mich dran, dass ich meine Bücherregale mal befüllen möchte. Aber so viel. So viel Bücher gesammelt. Ob wir jetzt schon bei 2000 sind, ich kann es gar nicht sagen. Vielleicht denke ich da dran, dann kann ich das ja mal anschauen. Hallo. Was? Eile blaue Pfeile? Ach ne, das sind die. Naja, wir haben so ziemlich viele Pfeile von allen ein bisschen was hier einstecken. Zumindest haben sie irgendwie immer sich ein paar tolle Plätze gesucht, wo sie ihr Lager aufgerichtet haben. Noch was? Nö. Na komm.
Wann wo die Möbel immer mit unterwegs hatten. Mein Abstecher nach Bruxhaven. Keine Sorge, es geht mir gut. Ich hatte das dringende Bedürfnis, mit einer Karawane voraus nach Bruxhaven zu reisen. Ja, ich weiß, das ist ungewöhnlich. Vielleicht sogar gefährlich. Wie du vielleicht sagen würdest, Cyrus. Aber nichts könnte mich aufhalten. Ich habe zu den unruhigen Massen gesprochen, um sie zu inspirieren. Viele von ihnen hatten aus erster Hand gesehen, wie ihre Felder verdorrt sind und ihr Vieh umgekommen ist. Ich befürchte, dass es schwierig sein würde, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber sie klebten an meinen Lippen wie goldener Honig. Einer von ihnen, eine auffällige Brünette, die sich als Bäuerin und Köchin vorstellte, ergriff schließlich das Wort und stimmte mir vor... vehement zu. Wir müssen mit unserer Königin gehen, rief sie, und die Menge jubelte ihr zu. Ich habe nun wieder Hoffnung, ich kann sie nicht im Stich lassen, Cyrus, aber wenn die Reise nach Glutwacht lang und gefährlich wird. Jasmina. Ah, das mit dem Lesen muss ich noch eine Runde üben. Na komm. Nimm die Bücher einfach mit. Oh Gott. Mag da gefunkelt werden? Oh, so was Witziges, ja. Der böse Drachen ist weg, Leute. Ja. Wo treibt es uns denn jetzt hin? Karawanenlager. Tagebuch. Die Oase. Du kommst der Entdeckung der kleinen Oase im Ödland einen Schritt näher. Folge der Route des Reisenden weiter, um die Oase dort in versteckte Schätze zu finden. Das Plünderlager, das war zu weit unten. Herz aus Eisen. Ja, nächstes wäre eigentlich hier die Oase. Wo sind wir denn? Nach da oben. Also, das ist bestimmt ein bisschen mit dem Jasma-Wurzel. Ja, aber jetzt die Wurzeln, das kann ich ja mal in Ruhe durchgehen. Buxhaven, hier waren wir ja. Nur sozusagen schneller dort gewesen, als uns lieb ist. Was haben wir denn hier? Noch eine Jasma-Wurzel? Ja, dann bleibt ja eigentlich nicht mehr viel übrig, außer dem Jasma-Wurzeln. Komm, lass uns mal die... Nein. Die Oase. Machen wir aber im Schnelldurchgang. Müssen wir nicht extra bis hinlaufen. Markierung ist da. Einfach weil ich es kann. Da. Zack. Wird's wieder dunkel. Ist da was? Kurz mal nach Hause, ein Abstecher. Und dann geht's bei Tagesanbruch wieder los, sonst sehen wir ja nichts. Herr Morgenkraut, wir sind wieder hier. Auf zu neuen Taten. Schauen, was uns die Suche nach der Oase bringt. Kennt man leider von oben noch nichts. Mal gucken, ob wir das hier identifizieren können, den Übergang. Ah, da unten.
Ja. Oh, Drachen. Mit denen wollen wir aber nicht kuscheln. Rip. Okay. Guten Tag. Illusion. Die Illusion hat mich weiter in die Irre geführt. Verflucht sei der Mann, der mir diese Karte verkauft hat. Wasser. Ich brauche Wasser. Mein Hirn ist verrottet. Ich halluziniere. Da ist noch eine Oase. Ob nun wahrhaftig oder nicht. Gleich hinter diesem Kamm. Hätte ich nur meinen wertvollen Kleider nicht verkauft, könnte ich sie erreichen. Schatten drehen sich über meinen Kopf. Eine Spirale wie sich ein abwickelnder Faden. Ich sehe immer eine Gestalt im Augenwinkel. Irgendein Phantom. Ein Geist. Er verhöhnt mich und mein verrottetes Gehirn. Verflucht. Dies kann nicht mein letztes geschriebenes Wort sein. Man muss sich an mich erinnern. Bitte, denkt an den Namen Kostner Meyers. Ich will nicht einfach vergessen werden. Ah. Gut, das kann ich dir nicht versprechen, weil mein Hirn ist auch ein bisschen mattig. Aber er sagt, hätte er einen Kleider gehabt. Folgen wir mal seiner Intuition und gehen da mal rüber. Wegpunkt setzen. Wieder Drachen, überall nur Drachen. Sind wir denn hier in Drachental? Irgendwann muss es ja hierher gehen. In 30er sogar. Wollt ihr mich veräppeln? Er hat ja richtig Bums. Hätte wenigstens die doppelte Menge an Federn einstecken können. Da ist ein Typ drin? Nee. Gut, dann hätte ich auch hier schlafen können, aber okay. Wissen wir jetzt auch. Oase. Hier müssen wir bestimmt was klopfen. Bitte lass einen Schatz versteckt sein. Schade, dass man mit dem Schutt nicht wirklich was anfangen kann. So bautechnisch nicht. Okay. Hier erstmal. Oh. Ah. Jetzt wäre ich hier bald reingefallen. Hilfe! Wegpunkt erreicht. Ich sehe nichts. Oh, ein neuer Bogen. Oh ja. Besser als unsere ist er nicht. Was kann denn nicht alles besser sein? Gut, dann haben wir das ja auch erledigt. Bleibt noch Geschichte der Fäulnis. Komm. Oh, das ist aber weit weg von uns. Das ist aber weit weg von uns. Wir können ja hier mal schauen, was man hier auf der Insel noch entdecken können. Hallo Freunde. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Verstecktes. Ein Spot für Materialien.
Safran müssen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr mitnehmen. Wir können es ja selber anbauen. So viel habe ich noch gar nicht verwendet. Und dabei wollte ich mir mal den Würztee köcheln, aber ich denke da immer nicht dran. Hier schon wieder. Oh, die sind ja auch 30er. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier wohl im Endgebiet. Von hier an ist es dann alles noch ein bisschen schwieriger. Gut, dann laden wir unseren Bogen mal mit Eisenpfeilen. Oh je, was ist hier? Ich kann nicht anders, ich muss buddeln. Das schreit doch förmlich nach Geheimnis, oder? Genau, guck mal hier, eine Treppe. Tada. Die ist aber ganz schön zugeweht. Ja. Aber so, solange uns der Drache in Ruhe lässt, bin ich ja zufrieden. Gut, dann essen, trinken. Ja, das haben wir. Licht habe ich eingepackt. Na dann. Hallo? Er sah jetzt aber komisch aus. Hilfe! Irgendwie sind die Texturen mal wieder extrem unschön. Irritiert mich jetzt ein bisschen. Das irritiert mich jetzt ein klein wenig. Das habe ich die letzten Tage öfter mal. Also, etwas, die Treppen mal sehen so ordentlich aus, mal nicht. Normalerweise lässt sich das mal beheben durch einen wieder auslocken. Aber wenn ich mich jetzt hier auslocke, dann müssen wir den ganzen Weg hier nochmal. Ja. Ja, ich lasse mich jetzt mal nicht irritieren. Schön ist es nicht. So viel kann ich schon mal sagen.
Geheimtür? Das ist irgendwie ganz eigenartig. Naja. Bild des Lichts. Was kannst du denn? Block 17. Unseres Schildeslichts. Na toll. Wir haben schon eins. Mist könnt ihr behalten. Wollen wir gar nicht haben. Scheint noch so ein Grüner rumzurennen. Ja. Unschöne Zeitgenossen. Ach, guckt mal, ich hab's geschafft. Ich habe meinen letzten Verband aufgebraucht. Ja, Gepäckesser. Noch eine Zaubertür. Ältesten Magierstab. Komm. Ein Rucksack. Noch ein bisschen Licht. Irgendwie spielt das alles hier verrückt. Ja, wohl hier weitergehen, oder? Ja, weg ist er. Guillotine. 70 Schaden. Aber ist halt eine Zweihandwaffe. Wenn du da nicht im richtigen Moment triffst, bist du halt arg im Nachteil. Na gut. Haben wir gesehen. War jetzt nicht so, als hätten wir hier lang gemusst. Aber wir waren da. Toll. Falsche Richtung. Hier lang. Die Katakomben sind ja schon schön. Muss man mal so neidlos anerkennen. Schön verwinkelt. Ja, ist der Ausgang. Ah. Blendet aber, wenn man hier rauskommt. Aber wir sind ja hier, um uns umzuschauen. Gucken, was man noch nennt. Was ich trage. Hey, guck mal, eine goldene Kiste. Ritual Sturmstab. Beladung, Angriffsgeschwindigkeit. Das sieht ja mal heftig aus.
Ja. Herz aus Eisen. Wenn das jetzt hier richtiger Stein ist, dann würde ich uns sogar hier einen Altar bauen. Ah, seht ihr? Dann können wir das nächste Mal direkt von hier wieder loslegen und uns dann dem Thema Herz aus Eisen zu widmen, was ja schon eine ganze Weile bei uns auf dem Plan steht. Ja. Zumindest habe ich jetzt die Möglichkeit, mal mich eine auszulocken und zu gucken, warum das Spiel so spackt. Komm, wir fliegen nach Hause. Ich denke mal, wir haben für heute wieder genug Reise hinter uns. Ja. Vielleicht hilft ja einen auslocken. Hier zu Hause habe ich das auch ab und zu mal. Das, und dann hilft einen auslocken und dann sind die Texturen alle wieder da. So, jetzt können wir mal gucken, was wir denn hier für einen Schatz geerbt haben. Wo ist er denn? Ritualsturmstab, Waffe für mittlere Entfernung. Mal gucken. Oh. Noch ein Blitzer. 47 Schaden, eine Mana Regeneration, 16 Überladung. Generation, mehr Haltbarkeit, mehr Überladung, schon Angriffsfähigkeit. 9999 und der hat nochmal 14 Schockmagie. Also der hat praktisch 18 und. Ach, Schockmagie, Schutz? Hm. Ah. Hätte ja mal was Schönes sein können, aber. Sieht ein bisschen cooler aus. So. Sehen wir den in der Hand? Stell dich mal hierher. Ja, du machst ja nicht alles kaputt. Obwohl, ja, sieht hübsch aus. Gut, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, dass mein Herz danach strebt oder vor lauter Jubel. Und hier noch, ach, das Schild des Lichts. Morgenstern, ich pack's einfach hier rein. Wir haben ja die Helix auch noch. Die Guillotine. Raus aus der Tasche. So, und der Bogen war 25, 35, 25, 25. Der hat 5, 5, 5 präzise. Und wir haben 7 Stichschaden. Der hat nur 5, aber hat Miasma-Magie-Schaden. Und erhöht die Chance auf kritische Treffer. Schwierig, weil ansonsten sind die ja identisch. Der hat nur 2 Stichschaden weniger. Ne, wir haben 35 Kraft, der hat 25. Ach nee, dann komm. Haben wir noch irgendwo Platz für den Quatsch? Habe ich ja jetzt erst gesehen. Und dann hätten wir auch jeden anderen nehmen können. Nee, das passt schon so. Ja gut, ich packe mal die Taschen wieder aus. Ich würde sagen, dann starten wir morgen das Herz aus Eisen. Und mal schauen, ob wir da einen Eisenspot finden. Ist es ein, den ich dann effektiv nutzen kann. Ja, war es heute nicht ganz so lange, aber es muss ja nicht jedes Mal so eine riesen ewig lange Runde sein. Ich baue und bastel noch ein bisschen, damit wir noch ein bisschen unsere Sachen hier fertig kriegen. Zumindest lasse ich mal sagen, halt. Pack mal die Steckchen hier rüber. Das ist da drin. Die sind da drinnen. Also, seht ihr, sortiert sich alles relativ schön und von alleine.
Materialien haben wir eigentlich genug, zumindest laufen die relativ gut durch. Aber mitunter fehlt dann doch was. Apropos, kleine Änderungen habe ich ja noch gemacht. Lass uns die mal gemeinsam gucken. Also ich habe ja noch ein paar große Kisten gebaut, die ich dann hier mit den Baublöcken mal belegen möchte, damit wir drüben die Hütte mal loswerden. Und alles, was so essenstechnisch ist, habe ich hier in die Kisten gepackt. Eine Kiste, wo nur Fleischsachen drin sind und also die lebendigen Zutaten. Dann Gemüse und Co. Und hier dann so die fertig gebrauten Sachen oder die fertigen Mahlzeiten. Was hast du denn noch? Komm, teil eine Mahlzeit und eine Geschichte. Kannst du bei der Suche helfen? Oh, hallo, Flammenblut. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich bin verzweifelt. Meine Mutter hat mir einen sehr wertvollen Ring geschenkt, bevor ich nach Bruchshafen gegangen bin, um dort eine Taverne zu eröffnen. Leider musste ich auf dem Weg durch das Ödland von einem Sandgräber fliehen, wobei ich den Ring verlor. Kannst du mir helfen, ihn zu finden? Ja. Viel Glück. Ja. Auf fruchtbarem Boden. Ja gut. Aber dann, wie gesagt, nicht mehr heute. Und der hat auch noch irgendwas? Brunnenblöcke. Okay. Du warst wieder unterwegs, hm? Wie es aussieht, hast du ein paar Brunnenblöcke gefunden. Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Ich habe noch nie einen Stein wie diesen gesehen. So glatt, geschmeidig. Der schwarze Schimmer ist fast unheimlich. Ich bekomme eine Gänsehaut. Du sollst sie für etwas Vernünftiges verwenden, Flammenblut. Ja, haben wir vor für einen Alchi, da freut er sich nämlich. So. Der Rest ist aber jetzt still. Darf ich jetzt für heute Schluss machen? Ja. Okay. Also dann, danke fürs Zuschauen und danke für euer Interesse. Auch wenn es nicht so lange war, hat es ja doch wieder Spaß gemacht. Wir haben wieder was entdeckt, wieder was fertig gekriegt. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische und dann geht's auf ein Herz aus Eisen. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.